Der erste Tag des 123. Deutschen Traberderbys wird Ihnen präsentiert von Trotto.de. Die Derbywoche 2018 hier auf Hauptstadtsport TV. Das Warten hat ein Ende. Endlich ist es wieder soweit. Die Trabrennbahn Mariendorf lädt zum jährlichen wichtigsten Traber-Event in Deutschland. Rund 90 geplante Rennen sowie ca. 800 Pferde versprechen spannende Tage für Traberkenner und solche, die es werden wollen. Heute mit der Projekt Immobilien Trophy. Anders ausgedrückt, der Aperitif, mit dem wir in die Woche starten, auch wenn es im vierten Tagesrennen lediglich 6 Pferde sind, die hinter dem Startwagen antreten. So haben es diese Namen doch in sich. An den Start gehen unter anderem Lille Alfred, Hector Boko sowie Pelle Barroso. An letzteren werden sich viele erinnern. Der 4-jährige Hengst musste das letzte Jahr aus gesundheitlichen Gründen unerwartet auf eine Teilnahme am Derby verzichten. Josef Franzl erinnert sich. Eigentlich haben wir letztes Jahr mit ihm ein bisschen geliebäugelt, dass wir eventuell das Derby gewinnen können. Er war auch einer von den Favoriten. Wenn ich dann ganz ehrlich bin, ich bin aus dem Vorlauf zurückgekommen und habe im Stall gesagt, ich sage euch was, Leute, zu meiner Mannschaft, er gewinnt das Derby. Am Donnerstag wurde er krank, ich war schon wieder hier und wurde ich angerufen, Pelle Barroso hat gehustet. Sofort den Doktor, einen Tierarzt kontaktiert, der kam und haben ihn endoskopiert, also die Bronchien angeschaut. Und er war total verschleimt und somit war das Derby gegessen. Direkt nach dem Start kann sich Pelle Barroso auf der durchnässten Rennbahn gegen Kentucky Bo durchsetzen und führt das Feld bis zum Zieleinlauf an. Pelle Barroso ist vorn. Lille Alfred bemüht sich, Kentucky Bo an der Innenkante, kommt jetzt frei, könnte nachsetzen. Aber Pelle Barroso ist souverän vorn. Pelle Barroso mit einem souveränen Erfolg in diesem Derby Cup der Vierjährigen. Zweiter wird Kentucky Bo und Platz 3 wird hier noch eng. Innen war Lille Alfred, außen Hector Boko. So lief das Rennen locker nach Hause. Er musste nicht an seine Grenzen gehen. Es war ein easy Job für ihn heute. Er war top drauf und hat dieses Rennen schön gewonnen. Weiter mit dem Charlie Mills Memorial. Der sportliche Leckerbissen des heutigen Tages ist ohne Frage das 8. Rennen, das Charlie Mills Memorial. Benannt nach dem europäischen Meister seines Fachs und Legende des Trabrennsports, bietet es die Bühne für ein Pferd, welches man wohl problemlos als Deutschlands beste internationale Waffe unter den nicht mehr ganz so Jungen betiteln könnte. Der 5-jährige Orlando Jet mit seinen bisher nur 16 gelaufenen Rennen wird geführt vom erfahrenen Österreicher Rudolf Haller. Haller kann mittlerweile weit mehr als 2000 gewonnenen Rennen aufweisen und tritt heute nach eigener Aussage mit dem besten Pferd an, das er je trainieren durfte. Er ist wirklich sehr gut. Ich war jetzt vor 12 Tagen nochmal in München auf der Rennbahn beim Arbeiten mit ihm und ging fantastisch dort. Nach der Arbeit habe ich gesagt, besser geht es eigentlich nicht, wie er momentan drauf ist. Sein größter Kontrahent ist niemand Geringeres als Cash Hanover unter der Führung von Michael Nimczyk. Doch auch er weiß natürlich, gegen wen er hier antritt. Wir werden versuchen, ihn unter Druck zu setzen und werden versuchen, ihm vielleicht zum Schluss nahe zu kommen. Mal schauen, es wird nicht leicht, weil ich denke, er ist eins mit von Deutschlands besten Pferden momentan. Cash Hanover, muss ich aber sagen, hat hier auch schon unheimlich starke Rennen gelaufen und er hat auch ein unheimliches Laufvermögen. Also wir geben uns von vornherein nicht einfach so geschlagen. Und das bekamen dann auch die Zuschauer auf den Rängen zu sehen. Orlando Jet konnte sich zwar nach wenigen Metern an die Spitze setzen, war jedoch immer bedrängt vom Verfolger Cash Hanover. Ein spannender Kampf der Favoriten bis hin zum Schlussbogen.
An der Spitze Orlando Chat. Weiterhin an der Spitze außen Keschern, aber in der SC Junior C. Rudolf Haller schaut nach innen, aber da ist gar kein Gegner. Die Gegner sind hinter ihm. Orlando Chat ist vorn, löst sich auf den letzten Metern. Orlando Chat löst sich unangefasst. Und das ist der beste Inländer in Deutschland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Orlando Chat vor Keschern, aber stark wie. Und dann die Sensation. Vierter wird CBA und SC Junior wird Fünfter. 10-4 die letzte Zwischenzeit. Ein aufregender Auftakt in Mariendorf und ein grandioser Startschuss für die kommende Derbywoche. Wir sind für euch vor Ort und zeigen euch täglich die besten Fahrer, die wichtigsten Rennen und was sonst noch passiert hier auf Hauptstadt Sport TV. Das war der erste Tag des 123. Deutschen Traber Derbys, präsentiert von trotto.de.